Erstens. Tanga, Tanga, supergeil, Tanga. Eine Unterwäschemarke wie Schießer oder irgendwas, produziert ein Tanga und die Jungs machen Track draus. Also es war damals, war es wirklich ein Schritt in den Hip-Hop rein, ja. Die Jungs wollten aus dem Hip-Hop raus, darf man heute nicht vergessen. Wollte jeder hier Tanga, Klassik und so weiter, aber war nicht so, ne? Ich weiß nicht, es ist schwer zu sagen, aber ich fand es immer ganz gut, bis ich eines Tages von Nutten gehört habe, dass Tangas eigentlich höchst schädlich sind, da sie nämlich in der Spalte wie auch am Arschloch reiben. Das ist absolut der Hammer. Dieser Text, der ist zum Wegschmeißen, sage ich euch. Das ist echt geil. Meine Freundin damals, immer nur diese hässlichen Schlüpper angetan. Leute, ich sag euch, diese Schlüpper und nicht so, hör dir diesen Track an, vielleicht verstehst du die Message. Ich habe einen Zaunpfahl gewinkt, der... Was? Aber hat nichts gemacht. Alter Schwede, bei diesem Lied, da kann ich saufen wie ein Loch. Das lädt immer zum Trinken ein, du.